Leute, ich brauche mal schnell ein Synonym für Gelddruckmaschine. Spielewebsite. Hagen. Nee, SNES Classic Mini. Ja. Ja, einen wunderschönen guten Morgen da draußen an den PCs und Laptops und weiß nicht, kann man auf Spielekonsolen den Momoka hören, auf einer PS4 schon, Xbox auch, Switch eher nicht. Habe ich tatsächlich noch nie ausprobiert, aber schönen guten Morgen Jörg, schönen guten Morgen liebe Gamers Global Leser zum Montagmorgen Podcast. Ja, Benjamin, du hast sicherlich auch Confed Cup gestern geschaut, das Finale, oder? Ich habe die letzten 5 Minuten gesehen. Oh, die waren auch spannend, aber dann hast du doch ein bisschen was verpasst. So ein 90-minütiges Anrennen der Chilenen und einen wirklich tollen Bodycheck von, wer war denn das nochmal? Ich habe schon wieder vergessen. So mit wirklich Ellbogen direkt in den Kauapparat rein. Und das hat dann so nach langem Hin und Her, Schiedsrichter hat es erst gar nicht gesehen, obwohl er daneben stand, hat es dann gelb gegeben. Aber ja, ich habe es wie gesagt nicht gesehen, aber die Chilenen, die haben sich in den letzten 10, 15 Jahren schon sehr weiterentwickelt. Also wie die vor 10, 15 Jahren getreten haben, auch bei WMs, das war schon richtig übel. Aber davon abgesehen, Arturo Vidal hat ja noch so ein bisschen was von einem alten chilenischen Blut in sich. Ja, es hieß ja damals auch in der TZ hier in München, als der Schweinsteiger wegging und sie den Vidal dann von Juventus geholt haben, Drecksau statt Schweini. Ja, beim Vidal ist es so, wenn man den fault, fällt wirklich der Faulende auch mit oben verletzt, weil der einfach irgendwie ein harter Knochen ist. Ja, aber jetzt sind wir U21 Europameister, Confed Cup Gewinner, jetzt wird es sofort auch wohl abgeschafft, damit wir der letzte Gewinner sein können. Weltmeister amtierender sind wir auch noch. Europameister hat ja leider nicht geklappt, aber eigentlich, jetzt müssen wir doch auf Jahre hinaus, müssen wir doch mit diesem super Talentstamm alles dominieren und Russland nächstes Jahr ist doch eine reine Formsache, oder? Was sagt der Bundestrainer in Reserve, Benjamin, Dr. Braun? Ja, also ich meine, die Russen selbst, die werden keine große Hürde sein. Davon kann man mal relativ stark ausgehen. Es sei denn natürlich, sie finden irgendeinen Weg, die Dopingkontrollen irgendwie so auf ein Maße zu reduzieren oder ein Mittel zu entwickeln, dass man nicht so leicht feststellen kann, dass da doch noch irgendwas geht. Keine Ahnung, also muss man halt mal abwarten. Ich meine, es sind viele Leute weggefallen, der Lahm und so weiter und so fort. Jetzt ist natürlich groß Gerede, ja, der Löw hat ja viele Stammkräfte nicht mitgenommen zum Confed Cup und so und junge Spieler ausprobiert, ein paar waren ja auch verletzt. Keine Ahnung, wir haben eine gute Mannschaft, auch in der zweiten Garde, wenn man es so nennen kann, aber da muss man mal abwarten. Die Frage ist halt immer, bringt... Also ich meine, die Franzosen, die Italiener sind immer... Italiener sind immer Spanier, sind immer noch die Franzosen und die einzigen, wo man überhaupt keine Wetten drauf machen braucht, sind eigentlich die Engländer. Aber ist halt die Frage, bringt es dir am Ende mehr, wenn du 50 tolle Kräfte hast oder 5 Weltklasse-Leute und weiß halt nicht, ob dann am Ende so die Weltklasse-11 tatsächlich nächstes Jahr aufmarschieren wird. Aber wir sind eine Turniermannschaft und beißen uns durch. Ja, wie gesagt, muss man halt einfach mal abwarten, aber also der deutsche Fußball hat in den letzten Jahren eine sehr gute Entwicklung genommen und das scheint ja mit Talenten noch lange nicht Schluss zu sein, die da von unten nachkommen. Von daher bin ich da doch sehr positiv, dass wir zumindest ein gutes Turnier spielen werden und wie weit es dann geht, das wird sich zeigen. Naja, ich wollte, bevor ich es vergesse, noch einen Aufruf machen, weil ich es anders nicht mehr hinbekomme. Wenn irgendjemand von der FAZ zuhört, so aus dem Vertrieb idealerweise, aber auch ansonsten Geschäftsführer, Sekretärin, Sekretär, ganz egal, bitte, ich möchte die FAZ am Sonntag nicht mehr bekommen. Ich habe sie abbestellt, ich habe mittlerweile am Briefkasten ein Zettel hingeklebt, bitte keine FAZ am Sonntag, FAS oder wie sie heißt, einwerfen. Ich wollte nur die Meilen haben, das Ding ist ausgelaufen vor Monaten. Ihr liefert sie immer noch, ihr reagiert nicht auf meine wirklich zahlreichen E-Mails. Ich möchte sie nicht mehr kriegen. Hast du die E-Mails
möglicherweise mit der neuen Rechtschreibung geschrieben. Nein, nein, ich habe sogar Antworten drauf bekommen, halt die Standardschreiben. Es tut uns so leid, dass es eine Unregelmäßigkeit in ihrer Auslieferung gab. Wir werden uns sofort mit... Nein, ich will sie nicht mehr bekommen. Die Unregelmäßigkeit ist, dass sie mir immer noch diese Scheiß... Nein, ist eine tolle konservative Zeitschrift, aber ich bin ja nicht so der treue Zeitungsleser, sondern ich gucke immer wirklich im Wechsel, dass ich so drei, die ich lesen kann, durchwechsle und dann immer Meilen sammle. Und ich habe jetzt auch Angst, dass sie dann irgendwann sagen, nein, sie sind ja, sie dürfen bei der nächsten Meilenaktion gar nicht mitmachen, weil sie sind ja noch Bestandskunde hier, wir liefern ihnen jeden Sonntag. Okay, also viel, viel Zeit für wenig, aber ich finde es lustig, ich kriege das Ding nicht abbestellt. Apropos, was ihr auch nicht abbestellt bekommt, sind neue Inhalte bei Gamers Global, da gehen wir jetzt mal schnell durch, bevor wir uns natürlich darüber unterhalten, was wir zuletzt gespielt haben. Wir erfinden dann noch schnell ein Thema der Woche. Und kommen dann natürlich auch noch zu den User-Fragen. Aber erstmal zur Vorschau. Den Momoka hört ihr gerade. Morgen kommt ein vielleicht Schmankerl für die Premium-Abonnenten. Und zwar testet der Hagen für uns God Wars Future Past. Ein japanisches Rundentaktikspiel. God Wars, das hört, und Future Pass, das hört sich doch wirklich nach was an. Dann schaust du dir an für Mittwoch, glaube ich. Genau, Lode Runner Legacy, da hatte ich ja auch letztens eine News auf die Website gebracht, eine 3D-Umsetzung des Klassikers mit 550 Original-Levels als 3D-Umgebung, Level-Editor und so weiter. Ja, und mal schauen, wie das so ist. Und von mir gibt's dann diese Woche wahrscheinlich am Donnerstag einen neuen Jörg Spielemonat. Da habe ich wieder schöne Sachen gespielt. Vor allem habe ich auch einen richtig schönen Geheimtipp für euch, auch aus dem Strategiebereich. Und den gibt's, glaube ich, nicht nur für iOS, sondern auch für Steam, wenn ich mich nicht täusche. Werde ich natürlich noch klären. Ja, und dann steht ja unsere Grillparty an, da lassen wir uns ein bisschen Luft zur Vorbereitung am Samstag. Heute, wie gesagt, die letzte für uns angenehme Möglichkeit, sich anzumelden, weil wir bestellen jetzt heute das Geschirr und die Bierbänke und so weiter und so fort. Und einkaufen tun wir erst am Donnerstag, also das ist nicht so das Problem. Kühlschrank leihen wir uns aus, den stellen wir hier draußen unter das Dach hin. Und dann hoffen wir mal, dass das Wetter durchhält. Und wir freuen uns auf alle, die kommen. Ja, und nächste Woche gibt es dann, jetzt kann man das schon sagen, am Montag und Mittwoch schon zwei schöne Dinge. Final Fantasy XII Zodiac Age wird getestet am Montag. Und von mir bekommt er am Mittwoch XCOM 2 War of the Chosen vorgestellt. Das ich doch recht, das darf ich jetzt schon sagen, recht spannend finde. Also wirklich gut gemacht, kann man wieder viel Zeit rein versenken. Und vielleicht schon gegen Richtung Wochenende, vielleicht aber auch erst nächste Woche, startet ein neues Crowdfunding-Ereignis. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was, denke ich mal. So zwei Monate vorher machen wir das immer. Und es geht natürlich auch weiter mit den The Search Let's Plays mit den Folgen 24 morgen, 25 Freitag und 26 am Samstag. Ja, wir dürfen gespannt sein. Was hast du gespielt? Also tatsächlich nicht so übermäßig viel. Also Micro Machines World Series habe ich noch ein bisschen weitergespielt. Ja, es ändert sich an den Problemen nichts Wirkliches. Also ich habe zwar immer noch 75% ungefähr Multiplayer-Spiele, die ohne gravierende Lags ablaufen, aber eben 25%, wo die Fahrzeuge nur so über die Strecke springen, auch wenn irgendwie nur ein Gegner drin ist und der Rest mit Bots aufgefüllt ist. Ja, das ist, es ist kein schlechtes Spiel, aber es ist doch sehr enttäuschend. Also gerade der technische Zustand, wie ich das im Test ja auch beschrieben habe, dass das Angebot für Solospieler, dass das einfach so enorm dünn ist, weil da gibt es einfach keinen Grund zu sagen, dass man solo nicht auch mit 11 Gegnern auf der Strecke unterwegs sein darf, statt nur mit 4. Aber halt, also dir geht es darum, dass du gegen KI-Gegner spielst, weil also 11 andere am Gamepad stelle ich mir jetzt schwer vor. Nee, es geht natürlich um, dass halt 11 KI-Spieler mit dazukommen und so kommen halt nur 3 dazu. Ich meine, der Witz dabei ist ja, es gibt... Du hast ja auch ganz andere Modi, die komplexer sind mit online.
Das kommt noch dazu und das Ärgerlichste dabei ist im Prinzip halt, dass du im ja, lokalen Koop-Modus oder Versus-Modus kannst du ja wirklich auch nur diese Schlachten und die Ausscheidungsrennen fahren und die rennen halt nur alleine gegen die KI, weil es halt keinen Splitscreen gibt. Ne? Naja, aber... Ich weiß nicht, Micro Machines habe ich immer ganz gerne gespielt. Ich habe es leider noch nicht gespielt. Vielleicht mache ich das noch für Jörg Spielemohr, dass ich was dazu sagen kann. Ich finde halt die Grafik unglaublich schnucklig. Also die war noch nie so schnucklig wie heute. Da glaubst du echt, dass du so von ein bisschen weit oben auf so Matchbox-Autos drauf schaust. Nee, das haben sie richtig gut hingekriegt. Deswegen ist es ja umso bedauerlicher, schade, genau, dass es in anderen Bereichen dann unnötig federn lässt. Schade, schade, am schadesten. Ich habe ein Spiel gespielt, das ich schon ein paar Mal erwähnt habe, aber ich muss es einfach nennen. Natürlich nicht den Geheimtipp für Jörg Spielemonat, sonst wäre es ja kein Geheimtipp mehr. Aber ich habe Caves of Cut weitergespielt oder Cut oder keine Ahnung. Cut, Caves of Cut, Q-U-G, wie auch immer. Und ihr wisst bestimmt schon, es ist ein Roguelike. Ich spiele es ohne Permadeath, weil sonst hat man gar keine Sonne. Und ich habe es, glaube ich, wirklich geschafft, jede einzelne Krankheit, die es in diesem Spiel gibt, gleichzeitig zu haben. Die Glottrot habe ich jetzt geheilt. Bei Glottrot fault dir die Zunge ab, du blutest stundenlang und irgendwann ist sie dann verfault und du kannst nicht mehr sprechen, was unangenehm ist, weil du dann halt nicht mehr sprechen kannst, keine Quests und so mehr annehmen, soviel ich weiß. Und beim Handeln hast du halt irgendwie viel schlechtere Preise, weil es halt einfach schwer ist, sein Bartering zu machen, wenn man keine Zunge mehr hat. Und du kannst es dann heilen. Der Händler sagt dann, was hast du über meine Mutter gesagt? Genau. Und was, sie kann nicht reden? Und um das zu heilen, musst du dann so ein Medizin dir selbst brauen. Und fieserweise ändert sich das dynamisch. Also ich bin nicht ganz sicher, ob mit jedem Spielstart oder ob das an ein Level geknüpft ist. Aber ich musste zum Beispiel dann eine Einheit Teer, flüssigen Teer, drei Einheiten, ich möchte nicht lügen, Öl und eine Einheit Wein, glaube ich, war es bei mir, musst du dann irgendwie in ein Behältnis tun, das ins Feuer schmeißen und dann musst du es kochend quasi trinken. Darfst nicht zu lange warten, sonst geht nämlich dein Behältnis kaputt in der Regel, wenn das so ein Schlauch ist. So. Und das hat mich wirklich geheilt. Das Problem war, danach brauchst du noch einen sehr, sehr seltenen, ein Tonic nennen sie das, also quasi einen Heiltrank. Uber Nostrum heißt das. Und ich habe es natürlich tatsächlich geschafft, obwohl ich es eigentlich wusste, mein einziges Uber Nostrum zu trinken, bevor ich den mir das Heildingens da gemacht habe. Dann wächst zwar deine Zunge wieder nach, aber sie fängt dann sofort wieder an zu bluten. Und das war auch der Moment, wo ich gemerkt habe, dass man nicht einfach einen Heiltrank aus dem Internet nehmen kann, weil es ist, wie gesagt, dynamisch. Und ja, da muss ich von vorne anfangen, das Buch finden, wo die Rezepte drin sind gegen die ganzen Krankheiten. Und dann eben mein neues Uber Nostrum. Und das war echt schwer. Aber ich habe es geschafft. Aber das habe ich geheilt. Aber ich habe jetzt mindestens zwei andere Krankheiten noch. Bei einem habe ich so Sporen im Gesicht, die mir beim Kampf helfen, weil die immer wieder auf die Gegner gehen. Ich habe sie im Gesicht und glaube ich, also wird Gesicht und irgendwas, genau, Kopf und Gesicht sind zwei Dinge. Und ich habe sowohl am Kopf als auch im Gesicht. Das heißt, ich kann keine Brillen oder sonstigen Sachen oder Nachtbrillen mehr tragen und ich kann keine Helme mehr tragen. Und es gibt mir sogar Rüstungswert und wenn ich angegriffen werde... Die Gegner machen dir freiwillig Platz. Ja, also ich sehe jetzt nicht mehr so hübsch aus, aber ich sende so gelbe Sporenwolken aus, die auch Gegner angreifen, die ich sonst gar nicht verwunden kann. Also eigentlich gar nicht so unpraktisch. Und ich habe es relativ weit gespielt, so weit war ich noch nie. Vermeide auch panisch, das Programm abzudaten, weil das wird jeden Freitag aktualisiert und dann gehen die alten Spielstände nicht mehr. Und ich habe jetzt quasi, wer es auch vielleicht spielt, Bethesda Sousa habe ich jetzt durch. Da gibt es so drei Bossgegner in Folge, den dritten habe ich wieder nicht geschafft und bin dann auf eine glorreiche Idee gekommen, weil die lassen dann ein Key fallen, wenn sie besiegt sind, wo du quasi in die nächste Ebene kommst. Aber ich habe eine Mutation namens Phasing und ich brauche den Key gar nicht. Ich kann mich einfach durchphasen und so bin ich einfach an dem vorbeigelaufen und dann weiter runter. Und das wird noch sehr lustig. Da gibt es zum Beispiel dann im vorletzten Level
gibt es so Cryo-Tanks, halt alles in dieser Primitivgrafik, und die sind zu und da drin sind dann irgendwelche Gegner, ein Heavenly Bear, Bear of Heaven oder sowas. Und da gibt es einen Kannibalengegner drin, der einen Raketenwerfer hat. Jetzt rat mal, was passiert, wenn der dich nicht trifft oder du direkt neben so einem scheiß Cryotank stehst. Dann kommt der himmlische Bär raus und der hat mich mit einem Schlag gekillt. Also ich habe dann geladen und bin weit weggeblieben von den Cryotanks. Und da sind auch viele andere Sachen drin. Also wenn man zum Beispiel ein reinblütiger Mensch ist, kriegt man dort auch... So kann man sich so cybernetisch verändern lassen. Das geht nicht, wenn man mutiert ist. Also dieses Spiel ist der Hammer. Also ich kann es nur empfehlen. Und jetzt habe ich die nächste Aufgabe. Und das ist, glaube ich, schon die vorletzte Quest, die momentan drin ist. Weil die wollen halt erst Feature-Complete werden in den nächsten Monaten, bevor sie es dann wirklich fertig programmieren, so inhaltlich. Aber es ist wirklich der Hammer, was in dem Spiel passiert. Also ich bin höchst begeistert. Ja, und der letzte Level von Bethesda Sousa ist ein Schlachtfest, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber ich hab's geschafft. Ha! So, was machen wir jetzt? Ja, ich würde sagen, wir machen einfach mit unserem Thema der Woche weiter. Und zwar beschäftigen wir uns mit den Spielerzahlen auf Steam, Xbox Live und im PSN. Genau, da haben wir gerade eine Nachricht auf der Webseite, dass Steam auf stolze 33 Millionen aktive tägliche Nutzer kommt. Zu Jahresbeginn waren es mal 14 Millionen User wirklich gleichzeitig online, was ich immer sehr beeindruckend finde. Und zum Vergleich, also dann gibt es noch die monatliche aktive Userzahl, da kommt Steam auf 67 Millionen eigenen Angaben nach. Und zum Vergleich, Sony liegt bei 70 Millionen aktive monatliche User und Xbox Live laut einer Zahl von Microsoft aus dem Januar bei 55 Millionen. Jetzt ist natürlich klar der erste Einwand, was heißt eigentlich aktiver User? Wahrscheinlich reicht es dazu, einmal die Konsole im Monat anzuschalten und sich mit einem PSN-Account einzuloggen oder eben bei Steam, klar, Auto-Login oder irgendwas. Aber trotzdem, also das sind Zahlen, mit denen kann man schon arbeiten und das sind recht hohe Zahlen, wenn man sich mal überlegt, dass bestimmt nicht jeder von den genannten mehrere Accounts hat, wobei auch das vorkommen dürfte und wahrscheinlich auch nicht jeder gleichzeitig auf Xbox, PSN und PC spielt und dass es dann auf PC ja immer noch Quellen gibt, aber ja, wenige, wo kein Steam-Account Pflicht ist, dann reden wir da schon, also ich denke mal, von etwa 150 Millionen Spielern weltweit, die das nutzen, die spielen. Das finde ich schon eine ganz erstaunliche Zahl. Und die iOS- und Android-Leute sind ja da noch gar nicht drin. Oder wie interpretierst du die Zahlen? Ja, also vor allem zeigt es den weiterhin fortschreitenden Siegeszug von Steam auf PC. Es gibt ja mittlerweile wirklich auch so gut wie überhaupt keinen Hersteller mehr, der für die PC-Fassung nicht Steam als Kopierschutz nimmt. Es gibt jetzt ein paar, die mit GOG dann auch wieder einen kleinen Schritt zurückgehen, aber das sind ja selten dann wirklich mal die Großproduktionen, die dann da auch angeboten werden in der DRM-freien Version. Und das scheint immer noch zu laufen. Wie lange gibt es Steam jetzt? Es müsste so 2 Jahre vor Half-Life 2 losgegangen sein. Das war so mit das erste Spiel, was dann halt über die Aktivierungsgeschichte da lief, oder? Also Half-Life 2 und Steam fielen eigentlich zusammen. Es mag sein, dass Steam vorher existiert hat, ein halbes Jahr vorher, aber kein Mensch hat es genutzt. Und das kam ziemlich zusammen. Also auf jeden Fall war Half-Life 2 der tatsächliche Startschuss für Steam. Und wann kam Half-Life 2? Das müsste 2004 gewesen sein, 2005? Es kann sein, es war dasselbe Jahr wie Doom auf jeden Fall. Und das, ja, es müsste 2004 gewesen sein. Also eben um Weihnachten rum kam das, also gegen Ende des Jahres. Und ja, also 15 Jahre später grob sind sie eigentlich schon seit Jahren im PC-Bereich, sind sie wirklich die Weltmacht. Und man muss sich vorstellen, die verdienen halt wirklich an jedem Spiel, ob es ein 1,99 € Handyspielchen ist. Es gibt ja immer mehr Schrott auch auf Steam, muss man ja auch sagen, seit sie Greenlight und Co. machen. Und
oder ob es das neue Spiel, am meisten Geld verdienen sie wohl über die ganzen Sales, darum gibt es die ja auch einmal wöchentlich, plus die riesen Summer, Winter, was auch immer Sales, weil sie da zwar reduzieren, aber halt mehr Stückzahlen absetzen. Und mal blöd gesagt, die einzigen Kosten, die sie haben, ist ihre Vertragsverhandlungsabteilung und halt die Serverpflege. Das sollte man schon nicht unterschätzen. Da werden schon einige Wälder pro Tag wahrscheinlich draufgehen, durch Kühlen der Server und was weiß ich. Aber letzten Endes ist es das perfekte Geschäftsmodell. Es skaliert wunderbar. Sie müssen, ob sie 3 Spiele verkaufen oder 3 Milliarden, müssen sie außer der Serverkapazität nicht mehr machen. Klar, durch die Stückzahl müssen sie auch mehr Vertragsverhandlungen führen, aber das ist ja weitgehend automatisiert. Das merkt man ja dann, wenn irgendwas schief geht, wenn ein kleiner armer Entwickler es nicht schafft, seine falsch hochgeladene Release-Version gepatcht zu bekommen, noch am selben Wochenende. Da merkt man ja immer, ja klar, das kommt dann in irgendeine automatisierte Antwortgeschichte rein und irgendwann kümmert sich vielleicht mal jemand drum, als ein echter Mensch. Ja, kein Wunder, dass Gabe Newell immer fetter wird. Ich meine, irgendwo muss das Geld hin. Keine Ahnung, ich habe den seit Jahren nicht mehr selbst gesehen. Also es war jetzt total unqualifiziert natürlich. Aber er ist nicht der Dünnste, wenn er sich da nicht stark abgehungert hat. Ja, nee, aber auf jeden Fall auch bemerkenswert ist, dass ihm überhaupt diesen Erfolgsweg gehen konnte. Weil es ja doch auch heute noch einige PC-Spieler gibt, die sagen, nee, Steam kommt mir nicht ins Haus, will ich nicht, weil ja, ich halt da kein Konto eröffnen will, ich will keine DRM-Geschichten in meinen Spielen drin haben und so weiter. Ja, aber das scheint ja mittlerweile auch wirklich fast gar keine Rolle mehr zu spielen. Da sind deutlich weniger Leute übrig geblieben, die sich da noch großartig wehren. Und es kommt nicht von ungefähr, dass selbst in Deutschland, wo das ja in den letzten Jahren oder auch immer noch relativ stark verbreitet ist, dass mittlerweile auch bei uns dann, jetzt kommen erstmal die Code-in-the-Box-Versionen für PC. Und ja, in einigen Fällen ist es doch vorgekommen, dass dann wirklich der Release nur noch digital stattfindet. Und bei uns kam ja wirklich fast alles noch auf Disc vorher. Mhm. Ja, also der Zug ist abgelaufen. Wie gesagt, du hast die Ausnahme schon genannt. Es gibt nicht nur GOG.com, es gibt noch andere Plattformen, aber die spielen alle keine Riesenrolle. Wir haben jetzt natürlich die Kickstarter-Projekte, die ja teilweise auch ihre durchaus nicht kleine Kundschaft finden, reinrechnen. Wenn man mal so einen Witcher, der M3 mit reinrechnet. Also Steam deckt jetzt nicht 100% des Marktes ab, aber ich würde aus dem Bauch raus schätzen, 90% sind es. Oder dann kaufst du zwar über Origin oder Uplay, bei Origin bin ich mir nicht sicher, aber auch Ubisoft geht ja dann meines Wissens über Steam tatsächlich. Ja, aber Origin auf jeden Fall nicht. Also haben sich komplett ausgesperrt. Ja. Und ich glaube, mittlerweile ist es aber auch so, dass sie versuchen zu kooperieren. Ich glaube, man kann mittlerweile die Ubisoft-Sachen bei Origin kaufen und umgekehrt. Ah, okay, um da ein bisschen ein Gegengewicht darzustellen. Und was man halt auch sieht, und das ist ein System oder eine Gesetzmäßigkeit, die ich natürlich hasse als kleiner Indie-Website, Anbieter. Es geht halt alles auf die große Zahl. Wenn du groß bist, wirst du größer. Das ist einfach, es ist schade. Das tut vor allem Leuten weh, die sich vielleicht nicht so ganz anpassen wollen oder sich für Individualisten halten oder es tatsächlich sind. Aber es ist einfach groß, groß wird größer. Und es ist doch auch klar, mich nervt schon, wenn Origins aufgeht oder Uplay. Dann habe ich lieber nur Steam, wobei wir haben irgendwie 5 oder 6 Accounts auf Steam. Das ist dann teilweise kompliziert, wo haben wir was drin. Aber es ist ja ganz klar. Und die Größe kriegt mehr Kundschaft, hat immanente Vorteile. Steam ist dann, das muss man halt auch sagen, abgesehen davon, dass du halt ein Spiel kaufst und von denen abhängig bist, dass sie nicht pleite gehen. Steam ist auch sehr nutzerfreundlich mit Rückgabe nach 2 Stunden anspielen und pipapo. Und hat ein riesen Portfolio, wobei das schreiben auch einige Menschen unter unserer News, ja, eigentlich schon zu groß und also gerade was sie da als, das fällt mir zumindest auf, was sie da als Sales bringen, also das kann wirklich ein AAA-Titel sein, ein Spitzen-Indie-Spiel, aber auch völlige Grütze, also da sehe ich keinerlei Gesetzmäßigkeit, da laufen halt irgendwelche internen Prognosen, wird das gut laufen, dann kriegt das den Sale, beziehungsweise die Hersteller werden ja quasi gezwungen zu den Sales, also können sie ja nicht wirklich wehren, so viel ich weiß. Ja, so ist es.
Aber genauso könnte man drüber schimpfen, dass es Facebook gibt, WhatsApp und so weiter. Was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass gerade die jüngeren Leute, keine Ahnung, wo das aufhört oder wo da der Wechsel ist, so nach älter hin, aber ich sehe es bei meinen Töchtern, die nehmen das Internet nicht als Internet wahr, die nehmen das rein über Apps wahr, die sind in ihrer, also Facebook interessiert sie überhaupt nicht, ist auch gar kein Thema, die nehmen WhatsApp, damit läuft die gesamte Kommunikation, da werden Hausaufgaben geschickt, also halt als Bild, da wird sich verabredet, auch im Sport, da gibt es Schulklassengruppen, Freundeskreisgruppen, alles Mögliche, da werden auch Gruppen kurz gemacht, um eine Festivität oder ein Event zu planen, was man halt so macht in dem Alter, alles WhatsApp. Dann gibt es Musical.ly, wem das was sagt, wird wahrscheinlich so verzweifelt wie ich sein, dass die Töchter ständig wie Zombies komische Mundbewegungen und Gestiken machen, um dann eben Musical.ly zu fabrizieren und so weiter. Instagram und Insta, sagen sie ja nur Insta. Und also das Internet oder überhaupt, ja, es existiert eigentlich nicht mehr. Auf die Idee, eine Webseite anzusurfen, kommt überhaupt nicht mehr. Und auch das ist das Nächste, was einem Angst machen kann, weil auch wenn natürlich alle großen Verlage versuchen, die Apps bei den Leuten zu installieren, es macht ja kaum jemand. Und also man darf sich da nichts vormachen, dass Leute wie wahrscheinlich wir verschiedene Nachrichtenseiten ansurfen, entweder durch direkte URL-Eingabe oder weil wir es einfach in Favoriten gespeichert haben. Da gehören wir zu einer absoluten Minderheit. Ja, wobei sich das ja schon vor den Apps im Prinzip da stark verändert hat. Also mit den Messengern, wie hieß das, ICQ? Ja, das war ja eher eine Freak-Sache. Das war keine Massensache. Ja, gut, aber ich meine, das waren halt auch schon so die ersten Sachen. Also ich kann mich da schon an Gespräche erinnern mit Leuten auf Xbox Live, mit denen ich zusammen gespielt habe. Der fragt ja, wie kann ich denn irgendwie mein Passwort ändern, weil er hat damals halt eine Fake-E-Mail-Adresse angegeben, weil er gar keine Mail-Adresse hatte. Ja, okay. Super. Und das Internet halt nur auf anderem Wege genutzt hat. Und ja, weiß nicht, ich finde das auch heute noch erstaunlich. Also wenn ich jemanden anschreiben möchte, dann nutze ich auch eher seltener den Messenger. Also ich meine, klar, wenn es mal schnell gehen muss und wenn es um eine Kleinigkeit geht. Aber ich bin dann tatsächlich einer, der eher noch Mails schreibt. Aber ich glaube, da bin ich mittlerweile eher eine Ausnahme. Das ist auch ein guter Punkt. Also Mails schreiben meine Töchter nicht. Also wenn ich mal eine Mail schreibe, schicke ich dann eine WhatsApp-Nachricht, du guck mal in deine Mails rein. So, weißt, von der Schule was weitergeleitet hier. Aber um den Bogen zurück zu den Spielern zu bekommen, ist ja dasselbe in Grün. Es gibt ganz wenige Gatekeeper bei Plattformbetreibern. Drängt sich es natürlich als logisch auf, dass jetzt Sony PSN hat und Microsoft Xbox und ja, Switch macht auch irgendwas, wofür man zahlen soll in Zukunft. Haben wir auch schon drüber berichtet, glaube ich, irgendwann nächstes Jahr halt. Aber es ist irgendwie scary, weil natürlich auch die alle versuchen, dass ihr, lieben Konsumenten, ihre Welt gar nicht mehr verlasst. Die haben News, Formate, Podcasts, Sony, wie heißt das Ding da, diese Videosendung, das die ehemaligen Dingens-Typen da machen, Sony Inside, PlayStation Inside. Kann sein, ja. Und es ist ja alles auch nicht schlecht gemacht und professionell und natürlich haben die dann auch gute Quellen, aber es kann mir sowohl professionell als auch als Mensch, der einfach daran glaubt, dass es nicht gut ist, wenn ein paar wenige Konzerne letzten Endes alles kontrollieren, es kann mir eigentlich nicht recht sein. Aber zumindest bei den Spielern ist der Zug auf absehbare Zeit abgefahren. Da müsste wirklich bei Valve die Bombe einschlagen, die aus irgendwelchen Gründen, weil sie sich verzocken oder Steuern hinterziehen oder irgendetwas. Aber den Eindruck hat man nicht. Valve macht den Eindruck eines wirklich professionellen, seriösen Unternehmens, das gut geführt wird. Aber mir ist das nicht recht. Also mir wäre es lieber, diese wahrscheinlich 150 Millionen Spieler würden sich auf 20 Plattformen verteilen. Es gäbe Cross-Plattformen und so weiter. Aber das ist natürlich ein frommer Wunsch. Gut, auf der anderen Seite wäre das nicht unbedingt im Sinne des Kunden. Also ich meine, wenn ein Monopolist natürlich seine Marktposition ausnutzt, indem er zu hohe Preise verlangt und keine Ahnung was macht, dann sieht die Sache natürlich anders aus. Würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass Steam das macht, obwohl ich mich da schon wundere, warum da PC-Spiele auf einmal 50 und 55 Euro kosten, was ja eigentlich schon so eher 5 Euro über Normalpreis ist, mindestens, wenn nicht eher 10.
Weil eigentlich will der Kunde natürlich auch, oder die PC-Spieler wollen natürlich auch ganz gerne alle Spiele möglichst in einem Konto haben. Also da gibt es ja durchaus auch welche, die dann sagen, na gut, ist ja schön, dass GOG DRM-frei anbietet, aber ich will es in Steam haben. Ja. Gut, das Rätsel schnell gelöst. Die haben einfach, die wissen, sie haben 10% First-Day-Käufer oder wie auch immer und die können sie melken. Und dann ist es natürlich noch besser für ihre Sales, wenn der Grundpreis höher ist. Dann ist 20% weniger einfach mehr als sonst. Egal. Also, wir werden es nicht ändern, aber ich fand das mal ganz interessant, so die Zahlen zu vergleichen. Also nochmal 70 Millionen Sony, 67 Millionen Steam und 55 Millionen monatlich aktive Nutzer. Das ist nicht wenig. Ja, kommen wir noch zu den User-Fragen. Da gibt es ja erfreulich viele, oder hast du es doppelt ausgedruckt, dass ich auch einen habe? Ich habe es tatsächlich doppelt ausgedruckt, weil der Drucker eben noch aus war und ich nicht riskieren wollte, dass es doch nicht rauskommt am Ende. Ja, fang doch mal an. Ja, der Ramses fragt, ab wann ist ein Spiel nicht mehr aktuell? Kann man in Zeiten von Games as a Service, Sales und versteckten Indie-Perlen nicht auch Monate nach Release noch einen relevanten Test bringen? Das ist eine gute Frage. Das bezieht sich natürlich darauf, dass immer wieder Menschen unglücklich sind, wenn wir Abo-Wunschartikel machen und haben vielleicht einen Monat oder zwei Monate oder drei Monate vor ein Indie-Spiel einfach auch vergessen oder ein interessantes. Das kommt natürlich vor. Nur wir haben halt für die Wunschartikel bestimmte Reglementierungen und die helfen uns, das irgendwie über die Bühne zu bringen und die sollen halt halbwegs aktuell sein. Aber das heißt ja nicht, dass es nicht vielleicht eine gute Idee für uns wäre, muss ja nicht als Premium-Wunschartikel sein, dass wir ab und zu mal einfach zugeben, ups, da haben wir aber ein spannendes Spiel einfach verbaselt. Also What Remains of, wie heißt es, Edith Finch oder auch Shock Tactics, so Geschichten. Ja, also wie gesagt, das Problem ist jetzt konkret am Beispiel von What Remains of Edith Finch, was der Jörg gerade genannt hat. Das ist sicherlich ein spannender Titel. Das stand aber damals halt in der Abstimmung zum Premium-Wunschartikel, ist nicht gewählt worden. Und warum das da drin stand, ist ganz einfach. Da kamen halt auch so viele andere Spiele. Ihr erinnert euch ja noch dran, wie viel im Februar, März und teilweise auch noch April los war, dass wir das halt regulär nicht hätten unterbringen können. Ja gut, aber das Dumme ist, jetzt gab es halt einen Test dazu. Vielleicht, keine Ahnung, machen wir ja mal die saure Gurkenzeit im Winter kommt bestimmt. Die ist zwar für uns jetzt nicht wirklich saure Gurke. Beziehungsweise, wie ich das in einem anderen Kommentar auch schon mal angedeutet hatte, wenn es da die Xbox-Version, auf die ja spekuliert wird, noch geben sollte, dass man das zum dann Anlass haben wir halt nimmt, einen Anlass. Genau. Aber was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass man vielleicht einfach mal gegen Jahresende auch macht. Hat auch, glaube ich, mir mal ein User geschrieben im Comment vor kurzer Zeit, dass das oder in per PN, dass das Musikzeitschriften gerne mal machen, dass man einfach im Dezember mal so zwei, drei Sachen macht, wo man einfach sagt, hey, waren dieses Jahr spannend oder spannender als wir dachten und jetzt bringen wir noch den Test dazu. Wobei ein bisschen haben wir das ja über die Geheimtipps auch bei unseren Spielen des Jahres, wo ja just solche Sachen sehr gerne von den Kollegen auch genannt werden. Ja, das zu Ramses Frage, dann Ganger. Wohin geht's in den Sommerurlaub? Ferne Länder, Balkonien oder Zockerparadies im Keller? Ja, also einen Keller habe ich zwar nicht, aber ich werde sicherlich auch im Urlaub ein bisschen zocken. Ich werde wie meistens zumindest für eine Zeit lang jetzt im Sommer auf jeden Fall in die Heimat, sprich ins Rheinland aufbrechen und ein bisschen Kölsch trinken. Ein bisschen Kölsch? Aber das ist doch nur Wasser mit Geschmack. Kann man über das Helle genauso sagen. Bei uns geht's nach Asien tatsächlich, aber nicht nach Japan. Das ist allerdings vielleicht auch noch ein Ausflugsziel, sondern nach China. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Die Atemmasken sind bereitgelegt und die App mit Dingens, mit Luftqualitätsmonitoring installiert und die VPNs auch. Dann kommt Ganon. Wurde meine User-Frage unter dem Podcast vom 29.05. übersehen? Lieber Ganon, klar, wir übersehen immer mal was, aber stell sie doch einfach nochmal neu. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was das für eine Frage war. Also wenn sie dich immer noch quält, stell sie und alles wird gut. Aber du hast da auch eine neue Frage, die lese ich auch vor.
Bei Prey ist mir aufgefallen, dass viele Tests nicht nur bei euch ziemlich kritisch eingestellt waren, während die Meinungen von Spielern fast ausschließlich begeistert waren. In dem Maße finde ich das ungewöhnlich. Habt ihr eine Erklärung, warum das gerade bei Prey so ist? Jetzt hat just mein heutiger Partner ja schon ganze Kolumnen zum Thema Prey geschrieben. Vielleicht darf ich da was zu sagen. Ich glaube, bei Prey, also du kannst natürlich auch noch was zu sagen, aber du bist da schon häufiger in der Schusslinie gewesen oder in der Argumentationslinie. Also bei Prey ist, glaube ich, echt so ein bisschen der Fall gewesen, dass es aus Sicht vieler Leute besser als erwartet war, weil man einfach Schlimmstes annehmen musste nach dem jahrelangen Hickhack. Und es ist ja auch nicht schlecht, also wenn man Spaß hat am Einsammeln und alles auskundschaften und mit denen nicht so ganz aus meiner Sicht fairen Kämpfen und so weiter, ja, aber dass es jetzt jedem Spaß macht, also ich bin jetzt auch ein privater Spieler, nicht nur ein beruflicher, oder ich habe auch mit dem Heinrich Lehnert da nochmal drüber geredet, der es ja auch mag, aber also vielleicht ist es auch einfach nicht so super klasse und man darf nicht vergessen, dass es ja durchaus eine gute bis sehr gute Note bei uns bekommen hat. Also insoweit sehe ich die große Diskrepanz nicht. Im Gegenteil, also waren wirklich die internationalen Magazine so kritisch? Ich habe da eher den Eindruck gehabt, dass die das teilweise hochjubeln als Oldschool-Super-Shooter. Also teilweise ist das so gewesen, aber in den Texten waren doch viele Artikel auch deutlich kritischer. Also da stand teilweise auch am Ende eine höhere Note drunter, als eigentlich zum Test gepasst hätte. Aber ich glaube, die Erklärung, weshalb das ja möglicherweise besser bei den Spielern angekommen ist als bei den Medien, das kann man sich, glaube ich, relativ leicht erklären. Denn so ein Spiel wie Prey, das kauft doch tendenziell eher der, der das haben will und der das dann auch gut finden möchte. Und ja, Spieltester testen das Spiel halt schon mit einem anderen Hintergrund. Und ja, aber also gut finden wollen, also wenn es jetzt schlecht wäre, dann würde das dann genauso subjektiv auch ins Gegenteil sich umkehren. Nee, das natürlich. Nein, aber wie gesagt, dass es tendenziell eher Leute gekauft haben, die wirklich Interesse dran hatten schon vorher und nicht die von Bethesda entsprechend scharf gemacht worden sind, dass sie ein Spiel, das sie eigentlich gar nicht wollten, gekauft haben. Wolfen fragt, nutzt ihr bei euch privat eigentlich eine Mediacenter-Lösung? Was auch immer, Konsole, PC, NAS? Nein. Also ich habe so, also wir haben so ein Smart-TV, wo Amazon Prime drauf läuft. Ich glaube, das meinst du aber nicht. Also und dann muss ich auch sagen, nein. Ich habe mal vor vielen Jahren, als das noch neu war, habe ich mir mal bei einem Versandhändler ein Mediacenter bestellt auf PC-Basis. Und der ist dann Konkurs gegangen und ich hatte meine 1400 Mark oder was das waren, habe ich in Sand gesetzt. Das ist so meine gebranntes Kind-Erfahrung. Vielleicht bin ich deswegen abgeneigt, das nochmal zu machen. Okay, und die letzte User-Frage für heute, Homer K. Ich lese eure Seite hauptsächlich auf dem iPad. Bringt es euch etwas, wenn ich den Amazon-Partnerlink im Browser klicke und automatisch in die Amazon-App geleitet werde? Das ist mal eine spannende Frage. Ich habe nicht die geringste Ahnung. Also im Zweifel macht es so, weil es bringt uns entweder was oder nicht. Und wenn du nicht so drauf gehst, bringt es uns auf jeden Fall nichts. Aber ich weiß es tatsächlich nicht, ob das übernommen wird. Gute Frage. Du kannst, weißt was, wir machen einen Test, Homer. Du bestellst dir was ganz Seltsames. Also wirklich was Komisches. So, ja, also wirklich was Komisches. Und dann sagst du uns das und ich guck mal, weil, also muss auch nichts Teures sein, weil ich kann nicht quasi, ich war da auch lange nicht mehr drin, aber ich kann mir die ganzen Bestellungen anzeigen lassen, aber nicht von wem es kommt, sondern nur was bestellt wurde. Und wenn du da jetzt die, keine Ahnung, pinkene Unterhose in Größe XS, keine Ahnung, mit Streifen drauf, dann könnte ich es nachgucken, ob wir das bei uns, nee, bloß ein Witz, also es ginge schon theoretisch, aber ich weiß es nicht. Was ich weiß ist, dass wir einen relativ langen Podcast hier haben, fast 40 Minuten haben wir euch jetzt schon aufgehalten am Montagmittag und insoweit danken wir für die Aufmerksamkeit und sagen bis zum Grillfest, wenn ihr zu den wenigen sich selbst Auserwählten gehört, wird bestimmt eine lustige Runde. Und ansonsten bis zum nächsten Montag.
Tschüss. Tschüss. Das war der Gamers Global Podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf www.gamersglobal.de.